Gut, Shalom Aleichem allerseits. Freut mich, dass ihr seid so zahlreich gekommen. Ich werde zuerst eine Frage beantworten, die unsere Dame hat gestellt. Und danach gehen wir zu unserer Shiur heute, adoptivte Kinder. Die Dame hat gefragt, was passiert, wenn sie sieht in Chulem im Traum zu viel ihre Eltern, ihre Vorfahren, ihre verstorbene Mispuche. Was hat das zu bedeuten? Also, das hat zwei Sachen zu bedeuten. Eine, dass sie hat in den letzten Tagen zu viel über sie gedacht. Also wenn man über Menschen denkt am Tag, man tracht über die Menschen viel. Bei Nacht sieht man, man holmet sich das, was hat man getracht. Also der Mensch kriegt bei Nacht Sieb in seinen Kopf. Noch einmal Filter, das, was er hat am Tag gedacht oder ignoriert, nicht zu denken. Und bei Nacht der Kopf ist frei, noch einmal die Sachen zu bearbeiten und in aller Ruhe sich zu filtrisieren, also zu verbreiten. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, wenn sie kommen dreimal hintereinander, die Frage ist, wie sehen sie aus? Wenn sie sehen aus, hungrig, kalt, zittert, zerrissene Kleider, unglücklich, sie wollen etwas, sie nehmen etwas, das ist alles nicht gut. Also wenn man sieht bei denen irgendeine unzufriedene Erscheinung, dann muss man für denen etwas tun. Was kann man für denen tun? Zdocke geben, Kerzen zünden, sorgen, dass ihre Grab gut gepflegt, Kaddisch machen, also alle Sachen, die gehören im Judentum, was man kann besorgen für die Verstorbene. Geben ein armer Mensch ein Sandwich in ihren Denken. Keine Ahnung, jeder soll überlegen, wie kann er glücklich sein oder machen, seine Vorfahren oder diejenigen, die waren wichtig. Das, was sie haben gerne gemacht, das musst du für denen weitermachen. Zum Beispiel, wenn deine Mutter ist gerne gegangen in Altenheim und geholfen Leute mit Übersetzung, muss die Tochter wieder gehen und dieselbe Mitzwe zu machen. Ist egal, was ist die Mitzwe. Aber muss man achten, zu sehen, wie sehen sie aus. Wie sehen sie aus? Nicht gut, muss man was unternehmen. Wenn sie sehen aus glücklich, kannst du auch glücklich sein, ist alles okay. Das sind die zwei Antworten auf ihre Frage. Если ночью снятся родители, значит, он говорит, это в двух случаях. Либо ты думаешь о них часто, и тогда они приходят к тебе. Либо там вот что-то такое, какая-то связь. И очень важно определить, как они выглядят. Если они счастливые и веселые, то все в порядке. Если что-то там чего-то им не хватает, или они плачут, или не могут, нужно пойти кому-то помочь. Вот если голодный, да, то кому-то приедет. Если форменное что-то там, куда-то делать, нужно одежду кому-то подарить. Мыть сумку делать. Делать какое-то подарок. Какое тело. Все. Окей. Und jetzt beginnen wir unser Thema. Es gibt manchmal Menschen, die haben nicht Kinder. Oder Kinder gehabt und die Kinder sind groß. Oder Menschen, die haben Ideologie, die haben gutes Herz. Oder manchmal ist ein Zwang, der Bruder oder der Schwester sind gestorben, musst du nehmen ihre Kinder und sie groß wachsen. Das nennt man im Judentum Imutz oder Omen, das ist eine Adoption, dass man nimmt ein Kind, der nicht deine biologisch, und du musst ihm so lieben wie ein biologisches Kind. Das ist eine schwere Sache. Wo haben wir so ein bisschen in unserer Welt? Enkelkinder. Enkelkinder sind ein bisschen Adoptionkind. Die sind meine und nicht meine.
die sind nicht ganz meine, weil ich bin nicht der biologische Vater und Mutter. Und die sind meine, weil ich hab sie lieb, weil ich bin bereit für denen vieles und fast alles zu tun. Andererseits, die Frage ist, wie geht die jüdische Religion davon? Was macht man mit Kaddisch? Was macht man mit Umarmung und Küssen? Was macht man mit Schlafen in dieselben Zimmer wie eigene Mischproche? Es gibt sehr viele religiösen Gedanken, die kommen in diesen Idee, die heißt Adoption. Deshalb, ich sage von vornherein, wenn jemand will Kinder adoptieren, soll er sich beraten lassen mit seinem Rebbe. Also soll er nicht alleine entscheiden, ja, ich mache das, weil ich das will, weil es gibt sehr viele Sachen, die man überlegen muss und darf, bevor man macht etwas, so eine große Sache. Nichtsdestotrotz steht geschrieben in Talmud, in Megillah, jeder, der erzieht ein Kind in sein Stub, das ist als ob er hat ihm geboren, als ob er hat ihm von seinem eigenen Bauch gewachsen. Und ich habe gesucht in die Tora, wo haben wir solche Beispiele von Adoption? Habe ich gefunden bis jetzt 5. Wenn jemand findet noch Beispiele, bin ich bereit zu hören. Und deshalb ich werde euch die 5 Positionen, die steht in unserer Tora, wo gibt es solche Sachen. Ich beginne. Steht geschrieben, dass wenn Moshe Rabbeinu ist geboren, 3 Monate hat man ihn versteckt zu Hause. Und danach hat man ihn gelegt in eine Körbchen. Und er war in den Nilus, geht die Tochter von Paro Batia, sie hat keine Kinder, und sagt, oh, eine schöne Engel, hat sie gefunden. Gleich ihr Herz ist gut geworden. Sie hat gesagt, diese Kind ist eine Matone von Gott. Eine kriegt eine Matone im Bauch, eine kriegt eine Matone im Fluss. Und sie hat genommen diese Kind und sie hat ihn adoptiert. Und sie hat ihm sogar den Namen gegeben, Moshe. Also der Name Moshe heißt, ich habe ihn von Wasser rausgenommen. Sie hat ihm den Namen gegeben. Sein Vater hat ihm gegeben den Namen Tevye. Also der Name von Moshe war Tevye. Tuvia, so wie Tevye der Milchmann. Tevye. Warum hat er ihn genannt Tevye? Weil steht geschrieben, dass sei er, dass er ist gut, Vatere Kitovu. Wenn er ist geboren beschnitten. Moshe Rabbeinu ist geboren schon mit der beschnittenen Bris. Und der Papa hat gesagt, oh, ein lichtiger Engel, Gibakuk, als ein schöner, als ein lichtiger, hat ihn gleich genannt, Tovje. Aber wenn die Tochter von Paro, Batia, hat gefunden, diese Engel, sie hat sich so gefreut, dass sie hat ihm den Namen gegeben. Sie hat ihm den Omen, sie hat ihm die ganze Liebe, ihr ganzes Leben gegeben. Und sie ist die erste Frau in der Welt, eine Nicht-Jüdische, die war bereit zu retten, ein jüdisches Kind von Selektion. Also wir haben gehört, dass in dem Zweiten Weltkrieg war sehr viele viele gute Menschen, die haben jüdische Kinder übernommen und adoptiert und sie Namen gegeben und sie groß gewachsen und zum Leben gebracht. Also die erste Chassidat Umot HaOlam, eine feine Frau, die hat das gemacht, heißt Batia. Batia heißt Tochter Gottes. Weil genauso wie Gott adoptiert alle Kinder sind von Gott. Es gibt nicht seine und nicht seine. Alle sind seine. Genauso ihr Name war Batia. Das ist die erste Frau, die habe ich gefunden in die Tora. Die hat ein Kind adoptiert und sogar ein jüdisches Kind. Когда начали изгонение, его посадили в такую
корзинку и въел. Его нашла дочь фараона. И когда она его увидела, она назвала его Моше. Почему? Потому что это на их языке значит найденный в воде. И сразу она его полюбила. Корзинка плавала по реке. По я сказала по Нилу. Нил. А, ну я да. Сказала по Нилу. Я читала об этом, только на русском языке я читала. Да, ну это знаю. Это Библия. Библия. И там об этом тоже это все написано. Но потом говорит об адаптации сегодня и приводит пример первой адаптации. Когда она его полюбила, еврейского ребенка, ну, он родился обрезанным. Он уже был евреем, когда он родился. Он родился обрезанным, поэтому его называли Тель. А это значит светлый, от Бога данный. И она вот адаптировала его и полюбила и воспитала как своего ребенка. Вот это первая женщина, которая адаптировала еврейского ребенка. Вообще. Gut, in 1. Buch Moshe steht geschrieben alle Namen von Kindern von Jakob, Reuven, Shimon, Levi, Juda, Issachar, Zvulun, Gad, Osher, 12. Ja. Bei dem Kind Osher, Asher, wenn es steht dem Namen von alle Kinder, steht geschrieben und auch ihren Schwester Serach. Komische Aussage. Normalerweise, wenn man schreibt den Namen von den Kindern, alle sind Kinder, wieso schreibt die Torah und Serach ihren Schwester? Was soll man schreiben? Serach seine Tochter. Sagen die Weisen, Serach war ein Adoptivkind von Asher, aber nicht adoptiv selbst gewollen, sondern manchmal heiratest du einen Partner und der Partner bringt schon zu seinem Leben eigene Kind. Das ist, du willst haben die Frau oder du willst haben den Mann, aber das ist ein Package-Deal. Ja. Das ist ein Päckel. Du kriegst eine Frau, gute Frau, aber sie hat noch eine Tochter. Sie hat noch ein Kind oder ein paar Kinder oder wie auch immer. Wir haben begonnen mit Kindern, wo man adoptiert, wo man will. Es gibt Kinder, wo man nimmt, nicht weil man will, weil man muss. Also was soll man machen? Sie haben gefunden ein Kind, gerettet ein Kind, geheiratet ein Mann oder eine Frau und sie haben mitgebracht Kinder. Und Serach Bat Asher hat gelebt jahrelang und sie war eine sehr gute Tochter. Und steht sogar geschrieben, dass Jakob von allen seinen Eniklach hat lieb gehabt Serach Bat Asher. Und als man wollte, und sie hat gespielt auf Fiedele. Weil Adoptivkinder sind von den Eltern mehr investiert als eigene Kind. Eigene Kind, naja, muss man nicht zur Musik schicken. Aber Adoptivkind muss man zeigen oder man muss sich selbst bemühen die ganze Zeit. Und steht sogar geschrieben, dass Serach Bat Asher hat gespielt auf Fiedele, auf einen Geiger. Und wenn es wurde herausgefunden, dass Josef lebt und er ist noch am Leben in Mizraim. Man wusste nicht, wer soll sagen, der Papa, der Jakob, soll er nicht chalaschen, soll er nicht Herzinfarkt bekommen. Nach so vielen Jahren, wo er hat nicht gesehen, sein Sohn, soll man ihm sagen, dass sein Sohn lebt noch, er wird chalaschen. Hat man gesagt, Serach Bat Asher. Und sie hat komponiert ein Lied, das Yosef chai be Mitzrayim, Yosef lebt noch in Mitzrayim, hat seine Kinder, Menashe und Ephraim. Also sie hat komponiert ein Lied und gesungen, bis Jakob hat gesagt, seine Enkelin, was singst du, was sagst du? Sagt du, ich sage, dass Yosef ist in Mitzrayim und hat zwei Kinder, Menashe und Ephraim. Also, das hat sie wiederholt, diesen Lied, bis er hat gesagt, oi Mädele, wo sagst du mir als so gute Psuras, als solche gute Werte? Und er hat sie geküsst und geliebt. Und von hier sehen wir, dass Eniklach sind nicht fremde Menschen.
Eniklach soll man kuschen und umarmen. Und hier ist interessant, dass Jakob gibt einen Kusch und umarmt auch ein Adoptiv-Enkelin. Das gefällt mir ohne Ende, diese Geschichte, weil das ist nicht jetzt ein einfacher Mensch. Jakob, unser Vater, nimmt ein Adoptiv-Mädel und er hat sie lieb wie eigene Kind. Nicht nur das, wenn er kommt nach Mitzrayim und er sieht seine zwei Eniklach, Menasche und Ephraim, was sagt er? Diese zwei Eniklach sind wie meine eigenen Kinder. Bnei Bonim, Areyem Kem Bonim. Kinder von Kindern sind meine Kinder. Also es ist möglich, zu nehmen weite Kinder und machen von diesen Kindern Nähkinder, eigene Kinder. Das ist die Idee. Das ist die zweite Beispiel in der Bibel. Die habe ich gefunden. Da hat man Kinder adoptiert. Also die erste von Batia und Moshe. Die zweite von die Tochter von Asher, die Schwester von seinen Kindern, die Enkelin von Jakob. Ja, sehr einverstanden. Und es gibt auch einen Grund, warum. Zwei Gründe, warum lieben wir die Enkelkinder mehr. Eins, wir haben keine Erwartungen, so wie die Kinder. Zweitens, das ist die größten Beweis, dass ein Mensch ist von Gott. Weil bei den Tieren gibt es keinen Kontakt zu Enkelkindern. Bei den Tieren gibt es nur Kontakt zu Kindern. Aber bei Menschen sieht man etwas sehr Moschne? Nein, nicht mal. Wie sagt man etwas sehr komisch? Ja, wie sagt man auf Russisch komisch? Smischno. Noch ein Wort? Also etwas sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, okay. Gehen wir weiter. Steht geschrieben in Schriftrolle Esther, dass wenn der König Achashverosh hat gesucht, Afroi, es war Mordechai und Mordechai hat genommen ein Mädel, nachdem ihre Eltern sind gestorben. Esther hat ihre jüdische Namen war Hadassah und Mordechai nach ihrem Tod von ihren Eltern hat er genommen oder Cousine oder Nichte, aber sie war seine Mischproche, seine Verwandte. Und als einzelner Mann zu Hause, er hat genommen ein Mädel, um sie zu adoptieren. Und steht geschrieben, weil Jehi Omen et Adassa, steht das Wort adoptiert. Also das ist ein Beweis in der Bibel, dass Mordechai ja Omen et Adassa, er war der, so wie eine Frau, die manchmal bestellt man nach Hause noch eine Frau und sie wohnt mit der Mischproche und sie zieht an die Kinder. So eine Nanny, so eine... Pflegefrau. Wie? Wie eine Pflegefrau. Wie eine Pflegefrau bei Älteren gibt es Pflegefrau bei Kindern. Ja. Also Mordechai, es war ein Mann, der hat gepflegt. Kein Jude. Mordechai auch eine Jude.
klar, ein Prophet. Mordechai. Ja, größten Prophet. Also der hat sie adoptiert. Esther ist gewesen seine Frau. Nein, gibt es eine Legende, dass er hat sie auch später geheiratet, nachdem er hat sie adoptiert. Gibt so eine Legende? Aber das, was steht in die einfachen Wörter von der Bibel, dass er hat sie adoptiert. Manche sagen nicht eine Tochter, sagen eine Frau. Aber das ist schon Kommentare von der Bibel. Das, was steht geschrieben in der Teure, dass Mordechai nach dem Tod von ihren Eltern, er hat genommen die Mädel zu sich nach Hause und er hat sie als Mann adoptiert. Vielleicht diese Aussage ist manchmal von unseren Gelehrten ein Beweis, es ist nicht so gut, dass ein Mann soll pflegen alleine ein Mädel und dann siehst du, er hat mit ihr geheiratet. Ja. Ja, aber das ist schon ein anderes. Ich gehe nicht jetzt heute in diese Schiur Beweise zu geben, ob das ist gut oder nicht gut. Es ist sehr gut, weil das ist eine Mitzwe. Und deshalb habe ich gesagt am Anfang, wenn einer will das praktisch machen, soll er sich beraten mit einem Rebbe. Ja? Ob es ist gut oder nicht für ihn persönlich. Das ist nicht jetzt eine Idee, Konfektion. Da muss man nach Maß für jeden Mensch bauen, seine, wie alt ist die Älteren, wie alt ist dieses Kind, Junge, Mädchen, Aji, Dagoi, die Älteren. Vor vielen Jahren hat man uns angeboten, irgendein jüdische Mädel zu Hause zu nehmen, weil die Älteren sind geschieden und man schluckt sie. Und wir waren bereit zu helfen. Und es war sogar Sozialabteilung bei uns zu Hause zu sehen, ob sie passt zu unserer Mispoche. Eine Woche vor dem, dass die Sachen haben sich schon geschlossen, es wurde gesagt, dass die Mutter von den Mädel will dreimal die Woche die Tochter besuchen. Hat meine Frau gesagt, nein. Ein Kind kann nicht wachsen verrückt von zwei Älteren. Eine, genug. Man braucht nicht jetzt zwei. Erzieher und biologisch und verrückt, also das ist nicht normal. Deshalb ist auch nicht gut, dass Vater und Mutter sind separat, weil jeder manipuliert den anderen. Man muss zusammen bleiben, man muss zusammen machen, ein Kind braucht eine Station. Also der dritte Beweis von der Bibel ist Mordechai und Esther. In der Bibel in Shmuel 2, Kapitel 21, steht geschrieben, und Michal hat bekommen von Adriel 5 Kinder. Fragt die Bibel, Michal, die Frau von David, hat Kinder bekommen von Adriel? Steht doch geschrieben, dass Michal, Entschuldigung, hat kein Kinder gehabt. Wie steht plötzlich geschrieben, dass Michal hat 5 Kinder? Steht geschrieben, es waren Kinder von ihrer Schwester Merav. Aber Merav konnte nicht die Kinder gut erziehen. Und Michal hat die Kinder adoptiert. Sie hat geholfen, die Kinder groß zu wachsen. Und die Tora nennt die Eltern nicht nach der biologischen Eltern, sondern nach die Erzieher. Diejenigen, die haben gewachsen lassen, das ist die Eltern. Das ist die richtige Eltern. Nicht diejenigen, die haben die physischen, biologischen Zellen gelegt in diese Kind. Sondern die Erziehung von das, was die Eltern, die sind die richtige. Sogar die Tora nennt die Kinder von Adriel, dass die sind Kinder von Michal. И что там был такой случай, что вот у его друзей
хотели девочку там, ну, ребенка адаптировать. И биологическая мать сказала, я хочу посещать его телевизионный день. Так те сказали нет. Мы не хотим, чтобы ребенок разрывался между двумя. И он считает, что действительно, когда если кто-то адаптировался, не надо было, не надо раздвоения, чтобы он метался к одной и другим. И те будут подговаривать, и эти будут очень на другом не воспитать. Yeah. Я кайм проблем. Ушел, значит, все. Отдал детей, все, забыл. Die fünfte Beweis, die habe ich gefunden in die Torah, das ist in die Schriftrolle Ruth. Steht geschrieben, Ule Naomi Yulad Ben. Das Naomi hat bekommen einen Sohn. Steht geschrieben, Naomi hat einen Sohn, das ist doch ein Kind von Ruth. Ruth hat kein Kind bekommen mit Boaz, aber nicht Naomi. Aber steht geschrieben, die Naomi hat das Kind adoptiert. Und weil sie hat diesen Kind adoptiert, alle haben gewusst, Naomi hat jetzt ein Kind. Weil der Kuvet, die Ehre, die Anerkennung, die Bibel nennt Naomi, dass sie hat ein Kind bekommen. Verstanden? Ja. Obwohl Ruth war nur ihre Schwiegertochter. Aber in jedem Fall, in dem Moment, wo Ruth hat ein Kind bekommen, die Tora sagt uns, dass Naomi hat ein Ben, dass sie hat einen Sohn. Das ist ihre Kind. In Talmud, in Maseret Yebamot, steht geschrieben von dem Chazon Yecheskel, dass wenn jemand hat keine Kinder, das ist eine gute Alternative, Kinder zu adoptieren oder Schüler zu unterrichten. Oder einen Student auf die Beine zu stellen, also du musst nicht bei dir, du kannst finanzieren ein Kind ganzes Leben, dann hast du auch geholfen in dieser Welt, dass die Welt soll entwickeln. Ob das ist jetzt dein Kind oder eigene Kind, es ist immer eine Definitionssache. Es war in Amerika eine Rebbetzin, die ist Rebbetzin Friedman. Und sie war im Fernsehen, Talkshow. Und hat man sie gefragt, Mrs. Friedman, what are you doing for your life? Was machst du in deinem Leben? Sagt sie, ich habe ein Waisenhaus geöffnet und diese Waisenkinder kriegen von mir vom Kindheit bis Hochzeit und auch später alles. Lernen, essen, schwimmen, Geld, alles. Und die ganzen Leute machen Applaus. Fragt die Moderatorin, wie viele Kinder hast du in diesem Waisenhaus? Sagt sie, 10. Und du willst mehr Kinder? Sagt sie, nein, ich bin schon zu alt. Alle Kinder sind ihre. Aber wenn sie sagt im Fernsehen, meine Kinder, eine Frau, die sitzt zu Hause, hat Kinder. Aber wenn sie sagt, Waisenhaus, diese Kinder wachsen bei mir, ich helfe sie von Kindheit bis Ende, es klingt anders. Wo ist der Unterschied? Wenn du bist bereit, jetzt ein Kind zu wachsen lassen, kolakavot, deine, nicht besser deine, aber wenn es klappt nicht, es ist auch ein Alternativ. Jetzt. Ehrenvater und Mutter muss ein Adoptivkind auf seine Eltern genauso wie ein normaler Vater und Mutter. Genauso wie wir sind verpflichtet, auch zu ehren, einen Stiefvater oder eine Stiefmutter. Dieselbe Sache, weil die sind gut zu dir und du musst sie helfen. Wie lang soll man ein Kind, die hat man adoptiert, weiter am Leben halten, sagt die Teure bis die Hochzeit. Bis die Hochzeit. Bis sie heiraten. Man muss sie helfen, heiraten. Das ist, wie man sagt, man begleitet sie zum Chuppa und so. Und ich würde sagen, wenn einer hat schon ein Kind adoptiert und er liebt ihn. Letzter Aspekt. Noch eine Minute. Eine Minute. Noch eine Minute. Ja, bitte. Wachsen lassen. Wachsen lassen. Их
Шарочка, у меня такой вопрос. Всех национальностей принимали детей? Да. Независимо в Торе евреи, говорится только о евреях. Что-что? В Торе говорится только о еврейских вот семьях. Вот это же я хотела сказать. А если это египетская приняла? Да, еврея. Вот египтянка приняла Моисея. Моисея. Ну да, еврея приняла. Так она же еврея. Но она же египтянка. Слушай. Да. Ну, а в принципе, вот она же не одна принимала, еще же принимали. Она была первой. Она первая, а следующая не зависела от национальности. А следующие родственники, я так поняла. Спасибо. А, eine Frage. Wenn du adaptierst, dann muss das Kind jüdisch sein oder kann andere? Oder nur jüdisch? Es gibt nicht nur. Es gibt Möglichkeit, wenn hat man genommen ein Kind, gibt es ein jüdisches System, man macht dem als kleines Kind Beschneidung, ja. Man gibt dem einen jüdischen Namen und man macht das in einem Bedin, in jüdischen Gericht, dass er, wenn er wächst, bleibt er trotzdem jüdisch. Also es ist auch erlaubt zu nehmen ein Goy, aber man muss ihn machen jüdisch. Man kann auch die Mädchen in Mikwe nehmen und jüdische Namen geben. Und wenn sie wird 16, 17, fragt man, ob du willst bleiben jüdisch oder nicht. И она решает. Я где-то читала, в какой-то стране, тогда же девочкам, но там иначе решают. Это делают арабы. Арабы, да? Евреи не делают. Да, я это понимаю. Ich habe einen Freund, der ist Rabbiner in Kathmandu, in Nepal, von Chabad, Chesky Lifshitz. Und er war spazieren mit seiner Frau und seinen Kindern. Und sie haben gefunden ein kleines Kind in Mülleimer. Мусорники. Ja. Und sie haben dieses Kind genommen und adoptiert. Und dieses Kind hat vor einem Jahr Bar Mitzvah. Also sie haben ihm groß gewachsen, jiddisch gemacht, alles. Nun? Ah, это мальчик, 13. Мальчик, да. Gibt solche Sachen. Ja. Es gibt noch eine ähnliche Geschichte, wo amerikanische Eltern haben gefunden ein Kind in China. Italien. Und sie haben diese Mädel adoptiert in Israel und haben geheiratet. Und die Mädchen hat auch geheiratet, schon fromme Mann. Und die Eltern haben geschrieben mein Buch. Dieses Buch heißt Der Bambuk-Wiegele. Weißt du, Bambuk ist diese... Bambuk, da, ja. Vor vielen Jahren habe ich gearbeitet als, habe ich geliefert zu Menschen Fleisch nach Hause, von Jerusalem, schwer gearbeitet. Und einen Tag komme ich zu diesen Familie und ich sage der Mann, wow, deine Frau ist chinesisch. Sagt sie, ja, das ist sie seine berühmte Geschichte. Und das ist die Frau, die von diesem Buch, die habe ich gelesen. Guck mal, was für ein Zufall, habe ich Buch gelesen, und später die Frau auch getroffen in Jerusalem. Also sie ist jüdisch geworden und sie ist sehr dankbar ihren Eltern, das hat man sie adoptiert und so ein schönes Leben gebracht. Was sollen wir lernen davon? Dass es gibt noch immer in dieser Welt gute Menschen. Dass die sind bereit, Kinder zu nehmen, zu adoptieren, zu helfen und natürlich, wenn Kinder haben solche Eltern, sie müssen diese Eltern keinmal nicht vergessen. Es gibt bis heute Menschen, wo sie wurden in Zeit von Krieg ein paar Monate von jemand versteckt. Bis heute schicken sie jeden Monat Geld nach Russland, nach Polen, jahrelang, um dankbar zu sein für Menschen, die haben sie am Leben geholfen. Wir verstehen nur, wie viel
Dank müssen wir unseren Eltern geben, dass sie haben uns adoptiert, dass sie haben uns ins Leben gebracht. Bleib alle gesund und stark und noch gute Chaloimes, noch gute... Das heute war sehr interessant. Gefällt mir, ich versuche immer pikantisch zu machen, andere Sachen zu überlegen. Und das war diese Shiur heute, war ein Wunsch von einer Frau, die ursprünglich kommt aus Kasachstan. Eine sehr gute Frau, die hat selbst ein Kind genommen, adoptiert, sehr, sehr gute Familie und machen sehr viele Mitzwes. Und sie hat mich gefragt, was sagt die Teure über Adoption? Also gefällt mir, dass es euch auch gefällt, diese Idee. Aber ich bin jetzt neugierig zu wissen, warum gerade heute hat Ihnen dieses Thema so gefallen. Ich bin jetzt doppelt neugierig zu wissen. Людям, помощь детям, беспризорным, брошенным. Вот это вот меня тронуло. Я здесь вперед, weil hier ist sehr gutes und Hilfe für andere, Verständnis für andere Kinder und so was. Nur das. Applaus. Braucht man nicht, Koja.